So, ich verspreche jetzt in diesem Video die Aufgaben von der Aufgabe, also die Teilaufgaben von der Aufgabe 1. Wir fangen mit der 1a an. Hier heißt es, der Preis für einen Schokoriegel wurde von 1,40 auf 1,75 erhöht. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Zunächst mal, Prozentangabe fehlt offensichtlich, das heißt P ist gesucht. Was ist jetzt der Grundpreis? Wenn man sagt, um wie viel ist der Preis gestiegen, dann bezieht man sich eigentlich üblicherweise auf den alten Preis. Das heißt, der alte Preis ist die 1,40 und P ist gesucht. Also G, der Grundpreis ist der alte Preis, ist 1,40 und P ist gesucht, das wissen wir nicht. Und jetzt fehlt natürlich noch W. Wie groß ist W? Hier geht es ja darum, dass der Preis erhöht wurde und gefragt ist, wie viel Prozent ist der Preis erhöht worden. Und da muss ich natürlich, wenn ich die Prozent bestimmen will, auch wissen, um wie viel Euro wurde es denn erhöht. Und das kann ich hier ja, indirekt ablesen. Und zwar von 1,40 auf 1,75, also eine kleine Nebenrechnung. Ich rechne aus, um wie viel wurde es erhöht. Okay, das kann man auch im Kopf rechnen. Das gibt 35 Cent oder 0,35 Euro. Das ist also dann hier der Prozentwert. So, ich mache das jetzt mit dem Ansatz, mit dem Pfeil. Das Prozent ist gesucht und gegeben ist der Grundwert. Und der Prozentwert ist gegeben. Und bei der Berechnung mache ich es ja so, dass ich dann den Prozentwert durch den Grundwert teile, also den Anteil durch den, durch das Gesamte. Und das sind 0,35 durch 1,4 Euro. Könnte ich hinschreiben, wird aber eh weggekürzt. Das gibt dann ein Viertel oder 0,25 und das ist ja dann 25%. Das heißt, das Ganze wurde um 25% teurer. Nun zur Aufgabe B. Hier heißt es, bei einem Waschmittel wurde die Füllmenge um 12% vergrößert. Es enthält jetzt 0,6 Kilogramm mehr als vorher. Wie viel ist in der neuen Packung? Also, Prozentangabe ist da, das heißt, der Prozentsatz ist gegeben. Die Frage ist, auf was bezieht sich das? Das was ist hier also der Grundwert? Diese 0,6 hier, da steht ja, die Packung enthält 0,6 Kilogramm mehr als vorher. Das heißt, diese 0,6 Kilogramm sind die Zunahme und entspricht damit diesen 12%. Das heißt, der Grundwert ist gesucht. Das heißt, ich kann erstmal berechnen, wie viel war in der Packung vorher drin. Halten wir gleich mal die bekannten Werte fest. Also, der Grundwert, der ist gesucht. Und dabei ist der Grundwert also die alte Packungsgröße. Das sollte man sich nochmal verdeutlichen, weil es wird ja eine Aufgabe nach der neuen Packung gesucht. Dann habe ich Angabe von 12%. Das ist die Zunahme. Und der Prozentwert sind 0,6 Kilogramm. Das ist die Zunahme. Wichtig immer, dass man darauf achtet, dass diese zwei Werte zusammengehören. Also es ist 12% mehr und diese Zunahme entsprechen 0,6% mehr. Ansatz G mal 12% entspricht 0,6 Kilogramm. Und dann kann ich berechnen, indem ich sage G ist gleich. Wenn ich hier hinkommen will, muss ich den umgekehrten Weg von mal 12 nehmen. Also hier von 0,6 geteilt durch 12, um auf G zu kommen.
beziehungsweise dann 12 Hundertstel. So, das Ergebnis ist dann 5 Kilogramm. So, das ist jetzt aber die alte Packungsgröße. Und ich gucke nochmal gerade zur Aufgabe, das hier heißt, wie viel ist in der neuen Packung? Muss ich also rechnen, die Erhöhung, also das hier, das ist ja, wie viel es mehr wurde, zusammen mit der alten Packung und das sind dann 5,6 Kilogramm. So, nun zu 1c. 1c. Ein Platinwürfel mit dem Volumen 8 Kubikzentimeter wiegt 172 Gramm. Die Masse eines gleich großen Goldwürfels ist um 10% geringer. Welche Masse in Gramm genau hat ein Goldwürfel der Kantenlänge 1 Zentimeter? So, da steckt jetzt einiges drin. Und ich würde da ganz dringend raten, dass man sich ein bisschen was aufschreibt, was befreit ist vom Text. So, zunächst mal haben wir Platinwürfel, 8 Kubikzentimeter, 172 Gramm. Das schreiben wir mal so einfach auf. Platin, Volumen von 8 Kubikzentimeter, hat ein Gewicht, das sagt man dazu, Masse von 172 Gramm. Und der Goldwürfel mit einem Volumen, so, das Volumen des Goldwürfels, hier steht ja eines gleich großen Goldwürfels, ist um 10% geringer. So, nochmals. Also auch 8 Kubikzentimeter und die Masse ist um 10% geringer. So, das ist das jetzt ein wenig vereinfacht. Und ich denke, jetzt sieht man zunächst mal, was man als erstes machen kann. Das heißt, ich habe hier einen Grundwert von 172 Gramm. Ich habe einen Prozentwert von 10%, Prozentsatz von 10%. Und ich möchte gerne wissen, um wie viel wird es weniger, wenn 10% weniger da sind. Also brauche ich W. Das muss ich bestimmen. So, Ansatz ist ja, ja, Moment, ich habe gerade anstatt zu löschen noch mehr gemalt. So, also das sind ja 172 als Grundwert mal 10% und dann ist das gleich 172 mal 10% und das kann man auch im Kopf ausrechnen, das sind 17,2 Gramm. So, das heißt, das hier sind 172 Gramm minus 17,2 Gramm und das sind ja mal 8, 4, 5. Also 154,8. So, das ist aber jetzt noch nicht fertig. Also ein 8 Kubikzentimeter großer Goldwürfel wiegt 154 Gramm. Jetzt gucken wir mal weiter. Welche Masse auf Gramm genau hat ein Goldwürfel mit der Kantenlänge 8 Kubikzentimeter, 1 Kubikzentimeter. So, das heißt, Strich dazwischen, was ich jetzt hier habe, ist Gold, ein Würfel mit der Kantenlänge 1 Zentimeter. Der hat ja ein Volumen von 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter gleich 1 Kubikzentimeter. Und davon möchte ich gerne die Masse bestimmen. Und was habe ich jetzt hier? Ja, es ist einfach eine Dreisatzrechnung.
Ich schreibe mir meine Tabelle auf, das Volumen und die Masse. Ja, obwohl, ne, man kann es natürlich relativ einfach machen. Ich schreibe es trotzdem mal auf. 8 Kubikzentimeter entsprechen ja 154,8 Gramm. Und ein Kubikzentimeter, da muss ich nichts anderes machen, als geteilt durch 8 zu rechnen. Und das Ergebnis ist 19,35. Und da man auf Gramm rechnen soll, sind das also ungefähr 19 Gramm. Ja, bei dieser Aufgabe steckt gar nicht so viel dahinter. Sie hört sich komplizierter an, als sie am Anfang ist. Nun zu 1d. Herr K. bekommt für sein Gehalt von 3.200 Euro eine Erhöhung um 4%. Welchen Betrag erhält Herr K. nach der Erhöhung? Und die I, was wäre, wenn ich Gehaltssenkung hätte? Aber fangen wir erstmal hier an, bei der 1. Er bekommt von seinem Gehalt von 3.200 Euro eine Erhöhung um 4%. 4% was? Von was? Nämlich von diesem Grundgehalt oder vom alten Gehalt. Das heißt, ich habe. Moment. Das ist die 1. 1d. Die erste. Also der Grundwert, das alte Gehalt waren 3.200 Euro. Und der Prozentsatz sind 4%. Und gesucht ist die Änderung. Also um wie viel Euro wird es mehr? Und mit dem Ansatz, mit dem Pfeil, habe ich dann dieses hier. Und das ist gleich 3.200 Euro mal 0,04 ist ja das gleiche wie 4%. Und das ist 128 Euro. Jetzt heißt es in der ersten Aufgabe hier, welchen Betrag erhält Herr K. nach der Erhöhung? Also das heißt, nach der Erhöhung würde er dann eben den alten Betrag plus den neuen Betrag bekommen. Das wäre dieses hier dann. Das wären also 3.328. Und zur zweiten Teilaufgabe hier heißt es ja, wie lautet das Ergebnis bei einer Gehaltssenkung um 4%? Die 4% beziehen sich immer noch auf das hier. Das heißt, nach 4% Senkung hätte ich dann also 3.200 Euro minus 128 Euro. Und das wäre dann 3.000. Und da bleiben noch 72 Euro übrig. So, das war die 1d. Nun zur 1e. Die Aktie der Firma Nett kostet zu Jahresbeginn 56 Euro. Ihr Kurs ist seitdem um 175% gestiegen. Wie viel kostet die Aktie nun? Ein Anstieg um 175 Euro, auch das geht. Im Prinzip braucht man, dass ich nicht zu viel Gedanken drüber machen, dass ich einen Wert über 100% habe, sondern die Frage ist, auf was bezieht sich diese 175%? Diese 175% ist, es das heißt hier gestiegen, also gestiegen von dem ursprünglichen Wert. Das heißt,
Bei der Aufgabe E ist der Grundwert, mal kurz nach, war 56 Euro. Prozentsatz sind die 175%, wobei das ist also die Erhöhung. Um so viel erhöht es sich. Und sucht dann einen Prozentwert. So, das ist im Prinzip die gleiche Aufgabentyp wie oben. Ich gehe vom Grundwert aus, rechne mal die 175% und kriege dann den Prozentwert. Und das ist dann 56 Euro mal 175% oder eben natürlich 1,75. Und das sind dann 89, nee, 98 wird's hin. 89. Das ist aber jetzt also die Erhöhung, ne? Dieses hier. Und so viel wurde es mehr. Das heißt, der neue Preis ist der alte Preis. Um die Erhöhung ergänzt, also 50 plus 98 Euro, also 154. So, jetzt sind wir bei der Aufgabe 1f. Diese Aufgabe 1f lassen wir weg. Und zwar ist die ein wenig anders. Warum die etwas anders ist, das werdet ihr dann wissen, wenn wir das nach diesen vermischten Übungen ansprechen, weil das ist ein wenig komplizierter. Aber die 1g, die können wir noch machen. So, da heißt es, ein Computer kostet laut Preisliste 4.700 Euro. Der ist aber teuer. Hinzu kommen noch 16% Mehrwertsteuer. Und bei Barzahlung erhält der Kunde allerdings 6% Rabatt. So, jetzt haben wir hier 2% Angaben, das ist mal was Neues. Allerdings stecken hier auch zwei Aufgaben drin. Also zunächst mal, der Computer kostet 4.700 und dann kommen noch 16% Mehrwertsteuer dazu. Das ist das Erste, was ich berechnen muss. Wie viel kostet also der Computer mit Mehrwertsteuer? So, mein Stift ist weg. Hier, wo ist er denn? Ah, da. So, dann sind wir bei der 1G. Also, die erste Teilaufgabe, Computer mit Mehrwertsteuer. So, gegeben sind ja die 4.700 Euro. Das ist wieder der Grundwert, denn die 4.700 ist der Wert, auf den sich diese Mehrwertsteuerangabe von 16% bezieht. Und gesucht ist, wie viel Mehrwertsteuer dazu kommt. Mehrwertsteuer, die dazu kommt. Wichtig ist dazu. So, Ansatz, ups, G mal 16% und ist W. So, dann habe ich das jetzt hier nicht hingeschrieben, aber W ist dann gleich 4.700 Euro mal 16% und das sind dann 752 Euro. Das ist jetzt aber nur die Mehrwertsteuer, die dazukommt. Und das heißt, der Preis des neuen des Computers mit Mehrwertsteuer ist gleich diese 4.700 Euro
plus 752 Euro. Und das sind zusammen 5.452 Euro. Also das ist der Preis mit Mehrwertsteuer. So, und jetzt kommt eine zweite Aufgabe. Jetzt habe ich den Computer mit Mehrwertsteuer und Rabattabzug. Und dann fängt das wieder von vorne an. Ich habe jetzt nämlich einen neuen Bezug. Diese 3% beziehen sich auf diesen Preis hier. Das ist mein alter Grundwert. Das ist mein Grundwert, um den es jetzt hier geht, nämlich der Preis des Computers mit Mehrwertsteuer und 3% Skonto oder Rabatt. 3%. Das ist also, um wie viel wird es verringert? So, Rechnung genauso wie vorher. Ich schreibe es jetzt gleich mal hin, weil es langweilig wird, immer den gleichen Fall zu schreiben. Das sind 5, 4, 5, 2 Euro mal 0,03, na, das sind die 3%, ist gleich 163,56. Und das ist jetzt ja, um wie viel es billiger wird. Das heißt, der Computer mit Mehrwertsteuer und nach Abzug des Rabattes kostet dann 5,452 Euro minus diese 163,56 Euro. Hier mit dem Taschenrechner könntet ihr jetzt zum Beispiel den Ergebnisspeicher nutzen und die Ans-Taste. Das heißt, ich gebe diese 5,452 ein und rechne minus Ans, also minus meinem letzten Ergebnis. Und dann komme ich dann auf 5.288. 5.288,44 Euro. Soweit zur Aufgabe 1. Zu den anderen Aufgaben gibt es extra Filme.